Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. So, ja, wir sind dabei, uns auf den Weg zu machen zu den bereits bekannten Königreiche der Hochlande, weil wir da Philosophen abgeben wollen müssen. Das hatten wir versprochen. Ich sehe ja gerade ein Lehmvorkommen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Damit wir wieder so ein paar Lehmziegel mehr haben. Und da geht's schon hin. Oh, das ist so cool. Ja, den Mann taugen, ne? Ich muss hier gerade mal die Gelegenheit am Schopfe packen, dass wir durch die Baugeschichten, die wir hatten, hier einiges an Holz eingebüßt haben, aber natürlich auch andere Baustoffe. Und da bin ich mal ganz gerne dabei und immer auch ganz froh, wenn ich hier mal so ein paar Sachen dann nachtanken kann in dieser Richtung. Deswegen, was ich empfohlen in dem Sinne halt jetzt hier nicht nachtanken, sondern Lagerbestand aufstocken kann. Ihr wisst schon. So, noch 14 verbleibend. Unser Vogel hat so ein bisschen verstärkt die Neigung nach vorne. Man sieht's, das ist nicht so ganz in Ordnung. Kann natürlich hier an unsere Bauernhöfe liegen. Schön weitermachen. Ich würde natürlich noch so einen weiteren Ventilator bauen. Braucht natürlich wieder Leute. Das ist das Problem. Der braucht wieder Leute. Und das hier mit dem Vogel. Oh, sogar zwei. Oh. Oh, aha, da brauchen wir auch Kohle. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Ich könnte hingehen und hier noch so ein Teil bauen. Beispielsweise jetzt hier, ne, die Teile wegruppen. Geht da mal so ein bisschen näher ran. Wir würden dadurch einen Arbeiter gewinnen. Aber Kohle verlieren. Um das mal so ganz klar zu sagen. Wir hätten aber, der macht wie viel? 12,5. Und der macht 25, das Doppelte. Das ist ein schlagendes Argument. Das ist ganz einfach so. Etwas Lehm. Sieht ganz gut aus. Ja. Moment. Natürlich die Frage. Wir machen das einfach mal. Den ein. Guck um 10. Machen wir einfach mal fertig ab. So. Dann. Auftrieb. Brauche ich davon einen. Passen die direkt nebeneinander oder? Moment mal. Ich sehe das gerade. Ist hier Weg hin? Ist wieder relativ fix. So.
mache ich? Ah, Mann. Steuerung. Der Kamera ist manchmal ein bisschen nervig. Dann setze ich hier auch nochmal Weg hin. Sicher ist sicher. Und schon mal die Möglichkeit hat. So, na egal. Und jetzt kümmern wir uns hier um diesen Ventilator. Das sollte gehen. Ah, ja, das sieht schon ganz anders aus. Gut. Das gleiche. Wow. Würde ich dann hier machen. Bis der hier fertig ist. Ah, jetzt kann ich ihn umreißen. Okay, interessant. So, weg damit. Dann. Nein. Der war's. Weg. So. Na gut, ich verstärke jetzt den Auftrieb. War das dann auch Auswirkungen darauf, wie die Neigung ist? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber immerhin alleine schon die Tatsache, dass wir dadurch eine Person mehr, also wieder eine frei haben für Arbeit und so. Auch wenn wir jetzt dadurch etwas mehr Kohle verbrauchen. Ist mir im Prinzip wert. Will ich mir das ein oder ist der jetzt wieder etwas mehr in der Waage? Nicht mehr so kopflastig. Mein ja, ne? Dann hat das tatsächlich was gebracht. Und natürlich auch, ne, hier vom Auftrieb her, logischerweise. Ja, ich würde dann sagen, das müsste eine Win-Win-Win. Nee, wenn man genau hinguckt, das Heck ist ein bisschen höher als hier vorne. Das ist dann, hat dann doch nicht so wirklich was gebracht. Es sei denn. Wir probieren mal Sachen aus. Heute ist so ein bisschen Ausprobiertag. 4 Grad zurück. 0 E. Moment. Oha! Oha, ich verstehe. Interessant. Wenn ich das Teil beispielsweise hier hinsetzen würde. Alles klar. Jo. Jetzt haben wir etwas zu viel des Guten. Da ist ja hier Millimeterarbeit. Aber gut zu wissen, dass wir es damit ein bisschen austariert bekommen, dass wir hier so die Möglichkeit haben. Ja gut, ist ja vorne, aber wir bauen ja hier auch noch Sachen, dann haben wir so ein bisschen in die Zukunft investiert, wenn man so will. Oder es wird in die Zukunft investiert, dass hier entsprechend noch ein bisschen Luft ist, ne, wenn wir hier jetzt beispielsweise einen weiteren Bauernhof hinsetzen möchten oder vielmehr zwei weitere Bauernhöfe. So, ich würde aber auch ganz gerne, wenn wir schon mal gerade dabei sind, hier mit Bauen,
Nee, Weg auch, ja, aber erstmal was anderes. Das ist nämlich gerade Bereich Sehnsüchte. Was ist denn... Achso, wir haben nur die Möglichkeit. Weil hier ist so ein bisschen düster. Dann würde ich hier noch eine Lampe hinsetzen wollen. Und hier natürlich auch. Und dann kommt noch ein bisschen Weg dazu. Ich komme ein bisschen näher ran hier. So, 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 so und so. Kann er noch was? Ich sehe es gerade nicht. Nee, da ist alles dicht. Dann machen wir das erstmal so. Hier auch. So, Moment. So, die Eisenhütte kann ich weitermachen, weil Erz fehlt, aber wir haben einiges an Eisen. Cool. Cool, cool, cool. Gut. Dann würde ich sagen... Ha, das hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gedauert, aber ist Teil des Spiels, dass man hier Sachen bauen kann. Das gehört dazu. Man muss auch Sachen ausprobieren können. Das ist auch Teil des Spiels. So, wir sind halbwegs auf dem richtigen Kurs. Ich würde noch ein bisschen mehr so hier so steuerbordmäßig mich so in diese Richtung bewegen wollen. Damit wir hier von diesem Ort noch ein bisschen was oder von diesem Gebiet noch ein bisschen was mitnehmen. Brauche ich dringend Glas? Nehmen wir so ein bisschen hier was von dem Quarz mit. Muss nicht alles sein. 18. Ah, nee. Nur so ein klein wenig nachtanken. So, wie sieht's aus? Ja, ein bisschen geht aber noch. Ach, dann soll's so sein. Dann soll's so sein. Okay. So, Moment, Augenblick. Das Teil haben wir geplündert. Wir haben 9 Untätige. Das würde passen. Das würde tatsächlich passen. Moment mal eben. Reißen. Weg damit. Ja, heute so ein bisschen Baufolge. Hey, das ist ein Aufbauspiel. Das mit dem Fliegen ist eigentlich mehr oder weniger Beiwerk. So, Ressourcen. Bauernhof. Hier so ein bisschen Weg bauen. Erstmal bis dahin. Hier mit den Teilen muss ich mal gucken, ob die da bleiben oder nicht. Und die woanders hinpackt in Zukunft. Oder wie auch immer. So, okay. Dann hätten wir unsere insgesamt 8 Bauernhöfe. Ja,
gespannt. Was sagt die Karte? Ich müsste so ein bisschen mehr in diese Richtung. Ja, dann passt das schon ganz gut. So, Moment, was war das gerade? Ach was. Ist das unser Auftrag hier? Muss ich tatsächlich jetzt hier hin wegen diesen Philosophengeschichten? Das kann natürlich sein. Tatsächlich. Ja, schön, dass das angezeigt wird. Und schön, dass ich mich zufälligerweise in die richtige Richtung bewege. Sagen wir es mal so rum. Ich mach mal so ein bisschen Druck. Hallo? Weiter geht's. Ja, ich mach mal so ein bisschen Druck. Bleib erstmal stehen. So. War mit 87. 87% der Wege sind beleuchtet. Steilhangwarte. Wow. Das kam jetzt überraschend. An den höchsten Gipfeln der Nahegebirge wurden Häusergruppen erbaut, die sich über den Hang verteilen und so eigene kleine Gemeinschaften bilden. Einst wurde das Königreich so erbaut, um möglichst viel Sonnenlicht für die Feldfrüchte einzufangen. Doch sie haben sich diese Zerstreuung bewahrt, sie in ihrem Leben integriert. Auszug aus, Entschuldigung, Königreich unserer Zeit von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, erstmal hier ein Philosophen. Der steigt erstmal hinab. Dann haben wir schon mal eine Mission erledigt. Und wir bitten um eine Audienz beim König. Wir bitten um eine Audienz beim König, doch wir werden an den Toren abgewiesen. Ich ruhig. Er möchte nicht über Reiche und Prophezeiungen reden, während sein Volk Not leidet. Vielleicht können wir helfen, hallo? Als wir sein Gefolge danach fragen, erzählen sie, das Volk von Steilhangwarte könne nur schwer durchs Königreich reisen. Die kleinen Gemeinden sind an verschiedenen Klippen gestrandet. Man kann von einer in die andere gelangen, doch der Weg ist tückisch. Ihr Kranaufzug ist eingestürzt und in das tiefe Becken unter dem Königreich gefallen. Der König braucht Zeit, um eine Lösung für dieses Problem zu erdenken. Wie lange will er nachdenken? Wenn wir den Aufzug bergen und reparieren können, wäre eine Audienz gewiss. Jugendliche und Sportler konnten die Bezirke von Steilhangwarte noch erreichen. Doch für viele war ein Leben ohne den Kranaufzug ein Leben der Isolation. Ah, ich verstehe. Wir sahen, wie dringend sie ihn brauchten. Ausgeschichten unserer Reisen von Mulu ab. Den zweiten Chronisten. Ja, dann würde ich sagen, was brauchen die? 15 Holz, 5 Eisen und 2 Arbeiter für 2 Stunden. Können wir uns so eben noch leisten. Jetzt geht das Holz langsam aus. Ja, ich hab gebaut wie ein Weltmeister, natürlich. So, dann hier erstmal hier eine Heikipin. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir diesen Kran da wieder hochgezogen bekommen. Ich kann im Augenblick nichts mehr machen. Ah, da tut sich was. Da wird eifrig gebaut. Was ist denn da los? Was war das denn? Da sind irgendwelche Mannequins da gerade durch die Luft geflogen. Haben die jetzt Besen? Ist das hier Hogwart? Oder wie sie das heißt? Oder wie sie das nennt? Hallo? Bin etwas verwirrt. Mach nicht solche Sachen mit mir. Es kommt natürlich diese dumme Wolke dann auch noch da angeschwebt und blockiert uns hier vollkommen die Sicht. Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Wir sehen nichts. So. Irgendwas wird gebaut. Ach, da. Da tut sich jetzt was. Okay, erst da unten ist da. Okay, jo. Pff, mir egal. Hauptsache, die werden fertig.
sehe auch hier keinen Fortschrittsbalken. Das war's. Okay, wir haben den Kranaufzug repariert. Ausgezeichnet. Sehr schön. Da gehen auch schon die Ballons hoch. Stallhangwarte, wir bringen die letzten Teile am Kranaufzug an, doch die erste Freude schlägt in Schwermut um. Denn der Flaschenzug des Krans ist dahin und damit auch der Kran. Können die nichts selber machen? Gerüchten zufolge existiert irgendwo inmitten der Schluchten eine Stadt der Gondeln. Wenn wir dort einen robusten Flaschenzug fänden, könnten wir den Kranaufzug womöglich reparieren. Hat er die Stadt der Gondeln damit zu tun? Na egal. Wir markieren den vermuteten Standort auf der Karte und einige Einheimische schließen sich unserer Reise an. Wir können erst mit dem König reden, wenn wir Erfolg haben. Die Stahlkurbeln wurden vor ewige Zeiten gebaut. Vielleicht von denselben Meistern, nach denen wir jetzt suchen. Ja, möglich ist alles. Aus den verstreuten Tagebüchern von Mulo ab. Den zweiten Chronisten, wo hat er die überall hingelegt? Der ist ja noch verstreuter als wir. Wir werden die Stahlseile finden. War da nicht gerade irgendwas von? Ja, egal. Wir kehren nach Hause zurück. Ja, dann würde ich sagen, werden wir uns darum bemühen, besagte, sieht das jetzt einigermaßen gut aus? Ich glaube, ja. Besagte Stahlseile, Gondeln, Kurbelwellen, was auch immer zu finden. Ich rede schon wieder Unsinn. Ich danke für euer Dabeisein. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und natürlich auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich gebe zu, diese und die letzten beiden Folgen, insgesamt diese letzten drei Folgen, die waren so ein bisschen chaotisch. Weiß auch nicht, heute ist irgendwie, heute ist an dem Tag, an dem diese drei Sachen aufgenommen wurden von mir, geht alles so ein bisschen in drunter und drüber. Vor allen Dingen bei mir selber irgendwie, keine Ahnung. Ja, trotzdem, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht hier mit unserem, mit dem Königreich. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ich bin jetzt raus, bevor ich noch mehr rumstottere. Und freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die dann noch kommen werden. Ich hoffe, ihr auch. Und sag erstmal herzlichen Dank für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.